Heute für euch, warum Lord Voldemort und Gellert Grindelwald völlig verschieden waren. Das und mehr jetzt in diesem Video. Die Zaubererwelt hat eine reiche Geschichte voll mit Niederlagen und Errungenschaften der Zauberer und Hexen der Vergangenheit. Es ist gut dokumentiert, wie sich die magische Welt über die Jahrhunderte weiterentwickelt hat und alles scheint aufgezeichnet zu sein. Zauberer und Hexen achten immer darauf, ihre Geschichte festzuhalten. Zwei Menschen, die einen sehr großen Teil dieser Geschichte ausmachten, waren Lord Voldemort und Gellert Grindelwald. Bevor der dunkle Lord auftauchte, galt Grindelwald als der mächtigste lebende dunkle Zauberer. Während seiner Herrschaft sorgte er viel für Aufsehen und hinterließ eine Menge Zerstörung. Sein letzter Akt, bei dem er sich mit seinem ehemaligen Freund Albus Dumbledore duellierte, ging als das größte aufgezeichnete Duell des Zeitalters in die Geschichte ein, aus dem Dumbledore als Sieger hervorging, obwohl Grindelwald den Elderstab besaß. Es war jedem bewusst, wie mächtig der dunkle Zauberer war, und Dumbledore wurde dazu verdonnert, ihn zu besiegen, ohne die Absicht zu töten, was seine Fähigkeiten noch hervorhob. Grindelwald trieb die Dinge zu neuen Höhen, bis ein kleiner Junge namens Tom Marvolo Riddle auftauchte. Riddle hatte die dunkelste Seele von allen und widmete sein Leben der dunklen Magie. Er änderte seinen Namen in Lord Voldemort, um seine schwierige und schmerzhafte Vergangenheit abzulegen, und stellte Grindelwald in den Schatten, was die Bereitschaft anbelangte, seine Ziele zu erreichen. Die Wirkung dieser beiden Zauberer auf die Zaubererwelt war immens. Die einzigen zwei Dinge, die diese Männer gemeinsam hatten, war die Tatsache, dass sie beide Kampagnen starteten, um die derzeitige Autorität in der Zaubererwelt zu stürzen, und beide den Elderstab besaßen und ihn verloren. Abgesehen davon waren diese Männer völlig unterschiedlich. Sie hatten unterschiedliche Mentalitäten und vor allem unterschiedliche Moralvorstellungen. Daher werfen wir einen Blick auf ihre Kampagnen und ihre etlichen Charaktere. Gellert Grindelwald glaubte fest daran, dass die Zauberer zu lange unterdrückt wurden und im Schatten ihrer eigenen geheimen Welt versteckt waren. Er war der Ansicht, dass die Zauberer sich nicht länger verstecken sollten, genauso wenig wie die Muggel. Warum sollten sie sich verstecken, wenn die Menschen bereits Technologie besaßen und bald die Zauberer übertreffen würden? Grindelwald erkannte die Notwendigkeit zu handeln, bevor es zu spät war. Er war sich bewusst, dass die Zauberer im Bereich der Technologie weit zurücklagen, was sie einen großen Nachteil aussetzte. Grindelwald, ein Seher, wusste, dass es an der Zeit war zu handeln. Er genoss es nicht, Menschen zu verletzen oder zu töten, aber er war bereit, harte Entscheidungen zu treffen, um das Überleben der magischen Rasse sicherzustellen. Er nutzte den Begriff das höhere Wohl, um seine Aktionen zu rechtfertigen, auch wenn sie oft dunkel und grausam waren. Obwohl Grindelwald viele schreckliche Taten begangen hat, war sein Hauptziel das Wohl der Zaubererwelt. Er kannte Liebe und Mitgefühl und war nicht von Natur aus böse. Im Gegensatz dazu kannte Voldemort nie Liebe oder Familie. Er war das Produkt einer ungewollten Schwangerschaft und hegte von Kindesbeinen an Groll und Bitterkeit gegenüber der Welt. Voldemort fand Freude daran, anderen Schaden zuzufügen, und sein Streben nach Macht und Unsterblichkeit kannte keine Grenzen. Während Grindelwald versuchte, die magische Welt zu revolutionieren, war Voldemort von egoistischen Motiven getrieben und suchte nach persönlicher Macht und Dominanz, um die fehlende Liebe in seiner Kindheit auszugleichen. Er teilte seine Seele und platzierte sie in Objekten, ohne die Konsequenzen zu berücksichtigen, während Gellert Grindelwald die Macht der Magie für seinen eigenen Vorteil missbrauchte bzw. für das höhere Wohl. Voldemort bestrafte Menschen, weil sie anders waren und nicht zum Kreis der reinblütigen Elite gehörten. Er genoss es, seine Opfer um ihr Leben betteln zu lassen, bevor er es ihnen grausam nahm. Seine Kampagne zielte darauf ab, ein Diktator zu werden, der nicht nur über die Muggel, sondern auch über die gesamte Zaubererwelt herrschte. Er war das magische Äquivalent von Adolf Hitler und strebte danach, die Kontrolle über den britischen Sektor zu erlangen, um letztendlich die Welt zu beherrschen. Im Gegensatz dazu wollte Gellert Grindelwald über die Muggel herrschen, um sie daran zu hindern, einen eigenen Angriff mit ihrer Technologie zu starten, falls sie entdeckt werden würden. Die Beziehung zwischen den beiden Gruppen war durch Jahrhunderte von Misshandlungen und Verfolgungen geprägt, wobei magische Menschen öffentlich hingerichtet wurden, wie bei den Hexenprozessen damals. Diese lange Geschichte der Unterdrückung führte dazu, dass die Zauberer sich zurückzogen und ihre Existenz vergessen wurde. Grindelwald hingegen war stolz darauf, wer er war, und repräsentierte sich als magische Person. Er wollte nicht länger im Verborgenen leben und strebte danach, die Magie offen zu zeigen und ihre Vorteile zu nutzen. Der Zauberer Grindelwald strebte weder danach, einen Horcrux zu erschaffen, noch unsterblich zu werden. Er hatte nicht vor, gegen die Gesetze der Magie zu verstoßen. Voldemort hingegen war darauf aus, die absolute Macht zu erlangen und über alles und über jeden zu herrschen. Er wurde der mächtigste dunkle Zauberer, der je existierte oder der je in den Köpfen der Menschen verankert war, und sein Name hallt auch nach seinem Tod noch wieder. Wie ihr sehen könnt, obwohl beide Zauberer ein gemeinsames Ziel zu haben schienen, könnten sie in jeder Hinsicht nicht unterschiedlicher sein. Grindelwald trotzte sogar dem Tod und lachte ihn aus, als Voldemort versuchte, ihn zu töten, was zeigt, wie unwissend der dunkle Lord in bestimmte Aspekte der Magie auch trotzdem war, die genauso wichtig waren wie diejenigen, auf die er sich so sehr konzentrierte, wie die Unsterblichkeit zum Beispiel. Grindelwalds Entschlossenheit, nicht in die dunklen Künste abzudriften, zeugte von einer anderen Art von Macht, einer, die auf Überzeugung und Ideologie beruht, nicht nur auf Zaubersprüchen, sondern auch auf dem Charisma, dem er verspürte. Sein Streben war es, die Welt nach seinen Vorstellungen zu formen, nicht sie zu beherrschen und zu unterwerfen wie Lord Voldemort. Während Voldemort sein Leben darauf ausrichtete, unüberwindbare Hürden mit roher Gewalt zu durchbrechen, suchte Grindelwald nach subtileren Wegen, um seine Ziele zu erreichen. Seine Vision einer neuen Ordnung war geprägt von politischer Raffinesse und strategischem Denken, nicht von blindem Ambitionismus und unerbitterlicher Tyrannei. Es ist vielleicht ironisch, dass Voldemort, der sich selbst als den ultimativen Herrscher sah, letztendlich von seinen eigenen Schwächen besiegt wurde, während Grindelwald, obwohl besiegt, den Respekt und die Anerkennung vieler in der Zauberergemeinschaft behielt, die seine Ideale teilten, wenn auch nicht seine Methoden. Grindelwalds Geschichte ist geprägt von einem tragischen Konflikt zwischen seinem Streben nach einer neuen Ordnung und den Mitteln, die er dafür einsetzte. Seine Überzeugungen, dass Zauberer über die nicht-magische Welt herrschen sollten, führte ihn auf einen gefährlichen Weg, der letztendlich in Gewalt und Unterdrückung endete. Dennoch war Grindelwald nicht nur ein Schurke, sondern auch ein charismatischer Führer, der viele Anhänger um sich scharte, indem er ihre Ängste und Hoffnungen ansprach. Seine Fähigkeit, Menschen zu überzeugen, war sein größtes Vermögen und gleichzeitig seine größte Schwäche, da er dazu neigte, andere für seine eigenen Zwecke auch zu manipulieren. Im Gegensatz dazu war Voldemort ein Einzelgänger, der sich nur auf seine eigenen Kräfte und seine eigene Macht verließ. Sein Streben nach Unsterblichkeit und absoluter Kontrolle über Leben und Tod machten ihn zu einem einsamen und gefährlichen Gegner, der selbst vor dem Zerreißen seiner Seele nicht zurückschreckte, um seine Ziele zu erreichen. Letztendlich sind beide Zauberer Beispiele für die verschiedenen Wege, die Menschen wählen können, um Macht zu erlangen, sei es durch Überzeugung und Ideologie oder durch Manipulation und Tyrannei. Ihre Geschichten dienen als Mahnung für die Gefahren, die entstehen, wenn Macht missbraucht wird, und als Erinnerung daran, dass wahre Stärke oft in den Werten liegt, für die man einsteht, und nicht in der Größe seiner Zauberkräfte. Und das war's schon mit meinem Video darüber, wie Gellert Grindelwald und Lord Voldemort völlig unterschiedlich waren. Wenn ihr noch etwas hinzufügen möchtet, tut das gerne in den Kommentaren. Falls dir das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.